Laudetur Jesus Christus, hier ist Vatican Media. Willkommen zur Übertragung des Gebets der Terz mit den kontemplativen Ordensfrauen aus dem Heiligtum, unser Herr der Wunder aus Lima, aus Anlass der 22. Auslandsreise von Papst Franziskus, seiner Reise der Hoffnung und des Friedens nach Chile und Peru, jetzt hier Lima, Peru. Am Mikrofon für Vatican News begrüßt sie Melanie Rosenbaum. Grüße auch. Neben denen, die uns über den Livestream verfolgen oder www.vaticannews.va oder YouTube zuhören und zuschauen, auch die, die uns über unsere Partnersender mitverfolgen. Ich nenne EWTN TV, KTV Fernsehen, Radio Maria, Österreich, Deutschschweiz, Radio Gloria, Radio Horeb. Der Papst ist soeben im Kloster der unbeschuhten Nazarenerinnen, Karmelitinnen angekommen. Kontemplative Ordensfrauen, die in diesem Heiligtum ein religiöses Bild, ein Kruzifix verwahren, das auf der Mauer gemalt ist und bei einem großen, schweren Erdbeben von 1655 ist quasi alles zerstört worden. Aber diese Wand und dieses Kruzifix haben überlebt und nicht nur dieses Erdbeben, sondern auch die folgenden Erdbeben. Es wird von der lokalen katholischen Gemeinschaft sehr verehrt in Peru und deshalb hat der Papst eben auch diesen Besuch in diesem Kloster jetzt gemacht und wird dann mit den kontemplativen Ordensschwestern, nicht nur denen, die hier normalerweise wohnen, sondern auch aus anderen kontemplativen Klöstern, die Terz beten. Die Terz ist eins der kleinen Horen, wie sie genannt werden, der sieben Gebete, die die Ordensleute, jedenfalls die, die in Klausur leben, üblicherweise alle verrichten. Der Papst hat Platz genommen hinterm Altar. Und wird von der Priorin des Klosters begrüßt werden. Heiliger Vater. Priora de este monasterio, de Nazarenas, Carmelitas, Descalzas, el corazón y en el alma. Nos acercamos a der unbeschuhten Nazarenerin, Karmeliterin, und mit tiefer Freude sage ich Ihnen im Namen aller hier anwesenden kontemplativen Nonnen ein Zeugnis der Liebe, der Zeugnis. Bienaventurado, Padre nuestro. Hace poco tiempo, hace unos 50 años. Willkommen, heiliger Vater. Vor etwas mehr als 50 Jahren bin ich aus dem Karmelitenkloster gekommen, dieses Konvent von Lima. Und ich bin in dieses wunderbare Land gekommen, von Peru. Seitdem haben sich mein Herz und meine Seele mit dem Herrn der Wunder vereint. Und in dieser wunderbaren Erde tantas bendiciones, tanta lavado de pecados, verliehen und so viel Gnaden, so viel Schuld abgewaschen hat. Herr der Wunder, segne diese Erde, segne diese Schwestern. Segne den Heiligen Vater. Auch in diesem Monat der vielen Arbeit. Im Kreuz, in der Meditation des Wortes und in seinem Herzen, dem durchbohrten Herzen, finden wir ihn. Wir sind Missionarinnen der Kontemplation. Und in der Stille unseres Klosters gehen wir immer an der Seite des Herrn. Und wir gehen an der Seite des Papstes, der Bischöfe, der Priester. La Santa Madre Teresa de Jesús. Und die heilige Mutter Teresa von Jesus
schrieb vor mehr als 400 Jahren. Sie sprach so: Die Welt brennt. Sie wollen Christus wieder verurteilen. Dann erheben sie 1000 Zeugnisse. Aber wir sind die Missionarinnen der Hoffnung. Wir sind die Missionarinnen, die hier gemeinsam mit dem Herrn beten, uns opfern. Herr, danke, dass du für uns gekommen bist. Herr, danke, dass du bei uns bist. Danke, dass du ohne jedes Zögern bei unseren Kindern, der peruanischen Kindern bist. Und dass du gekommen bist, uns zu begleiten. Wir wollen mit dir feiern. Willkommen in Peru, Heiliger Vater Franziskus. Die Priorin des Klosters, Mutter Soledad, hat den Heiligen Vater begrüßt. Und nun wird das Gebet durch den Heiligen Vater eröffnet werden. Nachdem er jetzt zuerst noch von der Priorin ein Geschenk erhält. Und jetzt können wir leider noch nicht sehen, was jetzt da als Geschenk überreicht worden ist. Jedenfalls das Heilige Vater freut sich aber sichtlich über das, was ihm da überreicht worden ist. Deutlich, dass die Schwestern aus verschiedenen Klöstern kommen, unterschiedliche Ordenskleidung tragen, aber sich hier vereint haben und gemeinsam mit dem Heiligen Vater das Stundengebet, was ihren Alltag siebenmal unterbricht, zu beten. O Gott, komm mir zu Hilfe. Herr, eile mir zu helfen. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Beginnt jetzt mit einem Hymnus, Wenn del Seno de Dios o Santo Spirito, das etwa unserem Veni Creator Spiritus, komm Schöpfer Geist, kehr bei uns ein, entspricht. Besuch das Herz der Kinder dein, die deine Macht erschaffen hat, erfülle nun mit deiner Gnad. Zünd an in uns des Lichtes Schein, gieß Liebe in die Herzen ein, stärk unseres Leibs Gebrechlichkeit mit deiner Kraft zu jeder Zeit. Amen.
folgt nun in drei Abschnitten der Psalm 118 und wird durch einen Refrain unterbrochen. Der Antiphon lautet: In der Bedrängnis rief ich zum Herrn und er hat mich erhört. Halleluja. Der Psalm ist ein Loblied auf den Herrn und ein Dank für seine Güte. Danket dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Huld währt ewig. So soll Israel sagen, denn seine Huld währt ewig. So soll das Haus Aaron sagen, denn seine Huld währt ewig. So sollen alle sagen, die den Herrn fürchten und ehren, denn seine Huld währt ewig. In der Bedrängnis rief ich zum Herrn, der Herr hat mich erhört und mich frei gemacht. Der Herr ist bei mir, ich fürchte mich nicht. Was können Menschen mir antun? Der Herr ist bei mir, er ist mein Helfer. Ich aber schaue auf meine Hasser herab. Besser sich zu bergen beim Herrn, als auf Menschen zu bauen. Besser sich zu bergen beim Herrn, als auf Fürsten zu bauen. In der Bedrängnis rief ich zum Herrn und er hat mich erhört. Halleluja. Die Rechte des Herrn hat mich erhöht. Halleluja. Alle Völker umringen mich. Ich wehre sie ab im Namen des Herrn. Sie umringen, ja, sie umringen mich. Ich wehre sie ab im Namen des Herrn. Sie umschwirren mich wie Bienen. Wie ein Strohfeuer verlöschen sie. Ich wehre sie ab im Namen des Herrn. Sie stießen mich hart. Sie wollten mich stürzen. Der Herr aber hat mir geholfen. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist für mich zum Retter geworden. Frohlockend Jubel erschallt in den Zelten der Gerechten. Die Rechte des Herrn wirkt mit Macht.
Die Rechte des Herrn ist erhoben, die Rechte des Herrn wirkt mit Macht. Ich werde nicht sterben, sondern leben, um die Taten des Herrn zu verkünden. Der Herr hat mich hart gezüchtigt, doch er hat mich nicht dem Tod übergeben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Die Rechte des Herrn hat mich erhöht. Halleluja. Der dritte Abschnitt wird im Rahmen von Gott, der Herr hat uns erleuchtet, Halleluja. Öffnet mir die Tore zur Gerechtigkeit, damit ich eintrete, um dem Herrn zu danken. Das ist das Tor zum Herrn, nur Gerechte treten hier ein. Ich danke dir, dass du mich erhört hast, du bist für mich zum Retter geworden. Der Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr vollbracht, vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, wir wollen jubeln und uns an ihm freuen. Ach Herr, bring doch Hilfe. Ach Herr, gib doch Gelingen. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn her. Gott, der Herr, erleuchte uns. Mit Zweigen in den Händen schließt euch zusammen zum Reigen, bis zu den Hörnern des Altars. Du bist mein Gott, dir will ich danken. Mein Gott, dich will ich rühmen. Dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Huld währt ewig.
Nach diesem Psalm 118 in drei Abschnitten folgt nun eine kurze Lesung aus dem Römerbrief. Espíritu de esclavitud, para recaer otra vez en el temor. Ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, sodass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht. Den Geist, in dem wir rufen, Abba, Vater. So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Nach dieser kurzen Lesung aus dem Römerbrief wird der Heilige Vater Papst Franziskus eine kurze Ansprache halten, eine kleine Auslegung. Queridas hermanas de los diversos monasterios de vida contemplativa. Liebe Schwestern der verschiedenen Klöster kontemplativen Lebens. En este santuario del Señor de los Milagros, tan frequentado por los peruanos. Wie gut ist es hier in diesem Heiligtum Señor de los Milagros, Herr der Wunder, zu sein, das von den Peruanern so sehr aufgesucht wird, um ihn um seine Gnade zu bitten und damit er uns seine Nähe und Barmherzigkeit erweise. Er, der Leuchtturm ist, der uns führt, der uns mit seiner göttlichen Liebe erhält. Wenn ich euch hier sehe, so kommt mir ein schlechter Gedanke. Ich glaube nämlich, dass ihr meinen Besuch genutzt habt, um einen kleinen Spaziergang zu machen. Gracias, Madre Soledad. Danke, Mutter Soledad, für Ihre Willkommensworte. Und euch allen, die ihr von der klösterlichen Stille aus immer an meiner Seite geht. Und auch, wenn ihr mir erlaubt, weil mich das berührt, von hier möchte ich einen Gruß senden an meine vier Karmeliten aus Buenos Aires. También a ella las quiero poner ante el Señor de los Milagros. Und die möchte ich hier vor den Herrn der Wunder stellen, damit sie die vier Karmelitenklöster in meiner Diözese Buenos Aires, meiner alten Diözese, auch unter dem Schutz des Herrn stehen. Und bitte seid nicht eifersüchtig, oder? Hören wir auf die Worte des heiligen Paulus und erinnern wir uns daran, dass wir den Geist der Sohnschaft empfangen haben, der uns zu Kindern Gottes macht. Diese wenigen Worte verdichten den Reichtum jeder christlichen Berufung, die Freude und das Wissen unserer Sohnschaft. Das ist die Erfahrung, die unser Leben trägt, das immer eine dankbare Antwort auf diese Liebe sein will. Wie wichtig ist es, tagtäglich diese Freude zu erneuern, vor allem in den Klöstern, in denen es scheint, als ob die Freude sich ein bisschen verflüchtet hat, in denen man sich nicht versteht. Dort muss man zurückkehren und bitten und sich erneuern: Ich bin Tochter Gottes. Ein privilegierter Weg für euch. Um diese Gewissheit zu erneuern, ist das gemeinschaftliche und persönliche Gebetsleben. Das Gebet ist der Nukleus, der Kern des kontemplativen Lebens und die Weise, die Lebenserfahrung zu pflegen, welche unseren Glauben trägt. Wie uns Mutter Soledad auch gut gesagt hat, es ist ein immer missionarisches Gebet. Es ist kein Gebet,
das in dem Konvent hin und her geht. Es geht hinaus. Dem missionarischen Gebet gelingt es, sich mit den Geschwistern in den verschiedenen Situationen, in denen sie sich befinden, zu vereinen und für sie zu beten, damit es ihnen nicht an Liebe und Hoffnung fehlt. Und so sagt es die heilige Theresia vom Kinde Jesu: Ich erkannte, dass die Liebe allein die Glieder der Kirche in Tätigkeit setzt. Und würde die Liebe erlöschen, so würden die Apostel das Evangelium nicht mehr verkünden, die Märtyrer sich weigern, ihr Blut zu vergießen. Ich begriff, dass die Liebe alle Berufungen in sich schließt. Dass die Liebe alles ist, dass sie alle Zeiten und Orte umspannt. Mit einem Wort, dass die Liebe ewig ist. Im Herzen der Kirche, meiner Mutter, werde ich die Liebe sein. Aufgepasst, dass jede von euch das sagen kann. Und wenn einer Zweifel hat, dann bitte sie Gott. Dann bitte sie Gott um das Geschenk dieser Liebe. Die Liebe sein, dies bedeutet, den vielen Brüdern und Schwestern in ihrem Leiden zur Seite zu stehen und mit dem Psalmisten zu sagen: Aus der Bedrängnis rief ich zum Herrn. Der Herr antwortete und schuf mir weiter. So erreicht euer Leben in der Klausur eine missionarische und universale Tragweite und eine grundlegende Rolle im Leben der Kirche. Ihr betet und tretet ein für unsere vielen Brüder und Schwestern, die Gefangenen, Migranten, Flüchtlinge und Verfolgte sind, für so viele verwundete Familien, für die Arbeitslosen, für die Armen, für die Kranken, für die Suchtopfer, um nur einige Situationen zu nennen, die jeden Tag dringender werden. Ihr seid wie diese Freunde, die einen Gelähmten vor den Herrn trugen, damit er ihn heilte. Ihr müsst euch nicht schämen. Sie haben sich nicht geschämt, das Dach durchzuschlagen, um den Gelähmten runterzulassen. Ohne jegliche Scham. Zögert nicht, habt keine Scham, mit eurem Gebet die Hilfe Gottes herabzurufen. Das ist euer Gebet. Durch euer Gebet tragt ihr Tag und Nacht das Leben vieler Brüder und Schwestern vor den Herrn, die aus verschiedenen Gründen nicht zu ihm gelangen und die Erfahrung seiner heiligen Barmherzigkeit machen können, während er sie erwartet, um ihnen Gnade zu erweisen. Mit eurem Gebet könnt ihr die Wunden vieler Mitmenschen heilen. Por eso mismo podemos afirmar que la vida de clausura no encierra ni encoge el corazón. Gerade deshalb können wir bekräftigen, dass das Leben der Klausur das Herz nicht einsperrt und nicht einengt, sondern es dank der Beziehung zum Herrn weit macht und befähigt, auf neue Weise dem Herrn zu dienen. Bitte, wenn euer Herz eng wird, sucht eine Abhilfe. Ihr könnt nicht eine klausurierte Schwester sein, Ordensfrau sein, mit einem engen Herzen, einem eingesperrten Herzen. Seht zu, dass es wieder atmen kann, dass es wieder ein großes Herz wird. Und noch mehr, die eingesperrten Schwestern, eingesperrten Nonnen, das sind Religiöse, die Fruchtbarkeit verloren haben. Und es sind keine Mütter mehr.
no sé, amargadas. Sie sind ängstlich, suchen immer eine Kleinigkeit, einen Ausweg, um sich zu verstecken. Die Heilige Mutter sagte, es gibt eine Schwestern, die einen Grund suchen, die Gerechtigkeit suchen. Nein, in Konventen gibt es keine Sammler von Gerechtigkeit. Es ist ein Ort, wo ihr das Herz öffnen müssen und ihr wisst, dass ihr das Kreuz auf euch nehmen müsst, das fruchtbare Kreuz, das Kreuz der Liebe, das Kreuz, das Leben gibt. Und das Kreuz macht durch die Liebe, durch die Beziehung zum Herrn das Herz weit und befähigt es, neue Wege, auf neue Weise den Schmerz, das Leiden, das Scheitern, das Unglück vieler Geschwister zu spüren, die Opfer in dieser Wegwerfkultur unserer Zeit sind. Möge die Fürbitte für die Notleidenden das Merkmal eures Gebetes sein. Und das mit einem weiten, mit einem bittenden Herzen. Und wenn es möglich ist, helft ihnen, nicht nur mit dem Gebet, sondern auch mit einem konkreten Dienst. Wie viele von euren Konventen können, ohne dass sie die Klausur verlassen müssen oder dass die Schweigen brechen müssen, in einigen kleinen Momenten so viel Gutes tun? Das Bittgebet, das in euren Klöstern verrichtet wird, steht im Einklang mit dem Herzen Jesu, das den Vater bittet, dass wir alle eins sind, damit die Welt glaubt. Wie sehr benötigen wir die Einheit in der Kirche, dass alle eins sind? Wie sehr brauchen wir, dass sich die Getauften, die Geweihten, die Gottgeweihten, die Priester vereinen, dass die Bischöfe sich vereinen, dass sie sich alle zusammenschließen? Heute und immer vereint im Glauben, vereint durch die Hoffnung, vereint durch die Liebe. Diese Einheit entspringt aus der Gemeinschaft mit Christus, der uns mit dem Vater im Geist und in der Eucharistie untereinander in diesem großen Geheimnis der Kirche vereint. Ich bitte euch darum, viel zu beten um die Einheit dieser geliebten peruanischen Mutterkirche, denn sie wird von Spaltung bedroht. Setzt euch für die Einheit ein, für die Einheit der Kirche, für die pastoralen Mitarbeiter, für die Einheit der Gottgeweihten, der Bischöfe und Priester. Der Dämon, der Teufel, ist ein Betrüger und sehr schlau. Und er versucht, euch zu bekommen. Er läuft umher und sucht. Er möchte, dass in der Gemeinschaft die einen schlecht von den anderen sprechen. Das habe ich schon viele Male gesagt und ich wiederhole es nochmal. Wisst ihr, was eine schwarzhafte Nonne ist? Das ist eine Terroristin. Und noch schlimmer, wenn man sie schon seit Jahren hört. Denn das Geschwätz ist wie eine Bombe. Und so geht der Teufel umher. Wirft die Bombe, zerstört und ist ganz ruhig. Also bitteschön, keine terroristischen Nonnen. Ohne Geschwätz. Und ihr wisst, dass das beste Gegenmittel gegen das Geschwätz ist, sich in die Zunge zu beißen. Und wenn sich die Zunge entzündet, das ist besser, aber besser als die Bombe zu werfen. Bitte kein Geschwätz in den Klöstern. Denn dieses Geschwätz ist vom Teufel inspiziert, vom Dämon.
Und das Geschwätz ist lügnerisch. Und hört auf, als Terroristen mit dem Geschwätz zu leben. Bemüht euch im schwesterlichen Leben und macht aus jedem Kloster einen Leuchtturm, der mitten in der Uneinigkeit und Trennung strahlen kann. Helft wahrzumachen, dass dies möglich ist. Möge jeder, der sich in eure Nähe begibt, die Seligkeit der geschwisterlichen Liebe kosten, die dem geweihten Leben eigen ist und für die Welt von heute und in unseren Gemeinden so notwendig ist. Quando si vive la vocazione in fedeltà, la vita si fa annuncio dell'amor di Dio. Wenn man die Berufung in Treue lebt, wird das Leben zur Verkündigung der Liebe Gottes. Ich bitte euch nicht aufzuhören, dieses Zeugnis zu geben. In dieser Kirche der unbeschuhten Nazarenerinnen Karmelitinnen erlaube ich mir, an die Worte der heiligen Lehrmeisterin der heiligen Theresia von Jesus zu erinnern. Sie sagte, wenn sie den Führer, den guten Jesus, verlieren, werden sie den richtigen Weg nicht finden. Immer von ihm. Ja, aber manchmal, Pater, geht Jesus zum Kalvarienberg. Ja, dann gehst du da auch hin. Denn der Herr sagt selbst, dass er der Weg ist. Außerdem sagt der Herr, dass er das Licht sei und dass niemand zum Vater gelangen kann, außer durch ihn. Liebe Schwestern, ihr müsst etwas wissen. Die Kirche erträgt euch nicht. Die Kirche braucht euch. Die Kirche braucht euch. Mit eurem gläubigen Leben seid ihr Leuchttürme und weist auf den hin, der Weg, Wahrheit und Leben ist, den einzigen Herrn, der unserem Dasein Erfüllung verleiht und uns Leben in Fülle schenkt. Und betet für die Kirche, betet für die Hirten, für die Gottgeweihten, für die Familien, für die Leidenden, für diejenigen, die Böses tun und so viele Leute zerstören, für diejenigen, die ihre Geschwister ausbeuten. Und bitte, wenn wir hier mit der Liste der Sünder weitermachen, bitte vergesst auch nicht, für mich zu beten. Nach dieser kurzen Ansprache, den der Heilige Vater einige Male vom Blatt hochgeschaut und die Schwestern quasi im Dialog angesprochen hat, ihnen Wünsche und Bitten für ihr kontemplatives Leben mitgegeben hat, folgt nun der Antwortgesang auf die Kurzlesung, das Schlussgebet und der Segen. Bei dir, o Herr, ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht. Oremus. Lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, lenke unser Tun nach deinem Willen und gib, dass wir im Namen deines geliebten Sohnes reich werden an guten Werken. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Parte su bendición a todos los presentes, a sus familiares, especialmente a los enfermos. Y también bendice los. Die Schwester kündigt an, dass der Segen, den der Heilige Vater jetzt spendet, nicht nur an die Anwesenden geht, sondern auch an die Familien, die Kranken und alle, die verbunden sind. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Mit dem Segen ist hier nun dieses kurze Stundengebet, das Gebet mit den kontemplativen Ordensschwestern im Heiligtum Señor de los Milagros in Lima zu Ende gegangen. Eine Gebets nicht mal Stunde, eine knappe halbe Stunde, in der der Heilige Vater den Schwestern für ihr persönliches und gemeinschaftliches Gebetsleben mitgegeben hat, auf den Herrn, den Leuchtturm zu sehen, der uns führt. Und er hat sie gebeten, Liebe zu sein, denn nur die Liebe vereint im Glauben, vereint durch die Hoffnung, vereint durch die Liebe, sollen alle eins werden. Und ihre Berufung in Treue zu leben, ist ihr Weg der Verkündigung Gottes und auf gar keinen Fall unwichtig. Die Kirche toleriere sie nicht, sondern sie brauche sie und freue sich über sie. Mit diesen Bildern werden wir uns gleich von Ihnen verabschieden, die Sie uns über www.vaticannews.va oder YouTube zuhören oder auch über unsere Partnersender verfolgen. Radio Horeb, Radio Maria Österreich und Deutschschweiz, EWTN TV, KTV Fernsehen, Radio Gloria. Der Papst wird gleich weiterfahren und in der Kathedrale ein Gebet bei den Reliquien der peruanischen Heiligen halten, schließlich die Bischöfe treffen und dann auf dem Hauptplatz der Plaza de Armas den Angelus sprechen. So begrüßen wir Sie gerne wieder in etwa einer knappen Dreiviertelstunde, vielleicht auch etwas schneller, weil der Papst oftmals schnell unterwegs ist. Angesetzt ist jedenfalls das Programm für 16.30 Uhr mitteleuropäische Zeit, 9.30 Uhr hier in Lima. Am Mikrofon verabschiedet sich für Vatican News Melanie Rosenbaum. Laudetur Jesus Christus.